Computerspielen macht zwar Spaß, aber was passiert, wenn man nicht mehr ohne kann? Diese Frage haben wir uns gestellt und waren für euch im Suchtpräventionszentrum in Eimsbüttel. E-Games, beliebter Zeitvertreib mit Suchtpotenzial. Um zu erfahren, welche Gefahren die Nutzung mit sich bringt, besucht man das Suchtpräventionszentrum. Andrea Rodig, stellvertretende Geschäftsleitung, erklärt die Problematik. Da sind verschiedene Faktoren, glaube ich, die zusammenkommen. Und es wird immer auch diskutiert, ist es das Spiel an sich mit den verschiedenen Mechanismen, also das Online-Spielen beispielsweise auf verschiedenen Niveaus, die Einbindung in soziale Gruppen beispielsweise und damit auch eine Verpflichtung, sich über einen längeren Zeitraum sehr engagiert auch eben zu zeigen in den Spielen. Ist das dasjenige, was auch eben einen Suchtfaktor hat? Das wird diskutiert ja auch nicht nur hier in Deutschland, sondern international. Oder ist quasi auch das Computerspielen etwas, was in einer bestimmten Lebenssituation Probleme, die man hat, sozusagen dazu beiträgt, immer mehr zu spielen, weil man einfach vielleicht immer mehr Frust hat an bestimmten Situationen im Alltag oder auch Kontakt verliert oder zu Hause Probleme hat oder in der Schule. Wie erkennt man die Sucht? Wenn es Thema wird, dass Eltern sich an uns wenden beispielsweise oder mit ihren Söhnen zu uns kommen, dann ist meistens das Thema, dass sie feststellen, dass im Alltag der Kontakt sich sehr verändert. Dass es häufig Streit darum geht, häufig Streit um auch Zeiten am Computerspiel, dass es zum Teil sehr aggressiv auch zu Hause wird in der Auseinandersetzung, dass das Familienklima ja, sich verschlechtert. Sie erleben dann häufig auch oder häufig dann auch ein Thema, dass es wenig anderes gibt als das Thema Computerspiel. Also ich gehe zur Schule und komme nach Hause und dann hänge ich eigentlich den Rest der Zeit vor meinem Computer oder was auch immer ich dafür benutze für mein Spiel. Und vernachlässige einfach auch alles das, was mir vielleicht auch sonst Spaß gemacht hat. Das ist meist eine Entwicklung, weil ich denke, Computerspiel hat was sehr Faszinierendes auch. Beschreiben eben auch sowieso viele Jungs noch stärker als Mädchen, die eher in sozialen Netzwerken verschwinden oder eben da viel Zeit verbringen. Ja, das sind so die Phänomene, die hier so als erstes auftauchen oder Anlass dann auch sind, um ins Gespräch zu kommen. Was raten Sie Jugendlichen, die Computerspiele spielen, um ein exzessives Verhalten vorzubeugen? Ich glaube, es gehört auch dazu, wenn man jung ist, auch bestimmte Dinge mal über einen Zeitraum auch mal exzessiver zu machen, weil ich denke, das ist einfach, kann ich auch gut nachvollziehen, auch wenn ich bestimmte Spiele für mich, für meine Altersgruppe sind mir sehr fremd. Wichtig ist, immer mal wieder Abstand zu nehmen zu dem Spiel und mal für sich selber zu überprüfen, was ist eigentlich los gerade bei mir im Alltag, was mache ich sonst auch so für mich, weil das ist ja häufig, wird das ja auch Thema, wenn es in der Schule nicht mehr richtig läuft, wenn man so in der 7., 8., 9. Klasse ist beispielsweise und dann sowieso Schule vielleicht nicht so viel Spaß macht oder man eigentlich auch andere Themen hat, mit denen man sich beschäftigt. Also wichtig ist zu gucken, mache ich das, weil es mir Spaß macht und benutze es dann zum Teil eben auch das Computerspielen, auch um mal Stress abzureagieren oder meinen Frust auch mal zu vergessen. Aber wichtig ist auch mal zu gucken, gibt es auch noch was anderes in meinem Alltag. Was halten Sie von der Forderung nach einem Verbot für Gewalt, Spiele oder für Ego-Shooter? Ich finde es immer schwierig, wenn es so um so Kurzschlüsse geht, zu sagen, okay, weil jemand das und das spielt, besteht die Gefahr, dass er das und das macht. Das wird ja häufig abgeleitet, auch im Zusammenhang mit Gewalthandlungen von Jugendlichen oder von denen, die dann entsprechend so tätig sind. Ich glaube, man muss es sich genauer angucken. Ich finde, man muss damit vorsichtig umgehen, weil ich eben auch Jugendliche kenne, die Spiele spielen, die entsprechend der Alterskennzeichnung für sie gar nicht geeignet sind. Ich finde, da sollten Eltern mit ihren Kindern kritischer rangehen und im Vorwege überlegen, was sie ihnen erlauben oder auch was sie ihnen nicht erlauben. Also auch das mit den Kindern diskutieren und nicht einfach, jetzt ist plötzlich was auf dem Rechner und dann wird das gespielt. Ich glaube, da müssen Eltern auch mehr ran, aber das fällt ihnen eben auch schwer. Weil ich glaube, dann zurückzugehen ist sehr schwierig, wenn man bestimmte Dinge erlaubt hat und dann zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr. Aber auch dann finde ich wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und von daher, die Verbotsdiskussion ist mir, glaube ich, ist nur ein Teil. Ich glaube, wir kriegen das nicht so einfach vom Tisch, dieses Thema, weil das einfach in ganz unterschiedlichen Facetten diese Spiele gibt. Und auch wenn es verboten wäre, es für Jugendliche immer Zugänge auch gäbe. Ich glaube, wir müssen das Allgemeine auch, müssen dazu offen sein und viel mehr uns auseinandersetzen, auch die Erwachsenen und auch die Elterngeneration.